Wir sind hier an einem Ort, der ganz große Architekturgeschichte geschrieben hat, ein archimedischer Ort. Von hier aus ging die Bewegung los, Weißenhofsiedlung, Le Corbusier, Walter Gropius, alle haben hier gebaut. Und jetzt dürfen Sie, Herr Sobeck, ein Projekt bauen, das heißt B10. Und glauben Sie, dass es sich lohnt für dieses Projekt hier? Glauben Sie, dass es das wert ist, in diesem Zusammenhang hier gebaut zu werden? Oder weil es einfach nur Platz hatte? Weil der Ort unseren Intentionen angemessen ist. Im Jahr 1927 gab es ja diese große Bauausstellung mit den wesentlichen Vertretern der Moderne, der klassischen Moderne. Und da war die Frage, wie werden wir morgen wohnen? Es war eine Auslotung, was da so sein könnte, wenn auch das Antwortenspektrum als solches einigermaßen schmal war. Ne? Zu viel Variationsbreite war nicht gegeben. Es gab dann im Zweiten Weltkrieg hier einen Bombenangriff, infolgedessen das Haus von Richard Döker, was hier ursprünglich stand, zerstört wurde. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die Randbebauung hier relativ schnell rangezogen, sodass man hier nichts mehr aufbauen konnte. Und damit war das für 70 Jahre eine Brache. Inmitten dieser durch viele Besucher besuchten Weißenhofsiedlung. Und ich war der Meinung, dass man jetzt, nachdem die ersten Gedanken aufkeimen in Stuttgart, die da lauten, was machen wir eigentlich zum 100. Geburtstag der Weißenhofsiedlung, man das Thema des Bauens für morgen versuchsweise formulieren könnte und in Form eines Experiments hier temporär implantieren könnte. Jetzt könnte ich ja mal ganz schnell fragen und vielleicht mal Sie dazu bringen, das zusammenzusetzen. Was kann dieses Haus hier, klar, 80 Jahre später, 90, mehr und anders und besser, bei fast ja ähnlichem Aussehen, wenn man die Ästhetik sieht, ja, und auch bei ähnlichen Materialien, was kann dieses Haus besser? Und was ist anders an diesem Haus? Okay, es gibt zwei Dimensionen. Das eine ist die wohnpsychologische, wohnphysiologische Situation und das andere ist der technische Hintergrund. Der technische Hintergrund ist heute in den Diskussionen des heutigen Tages in eine gewisse Wichtigkeit hineingerückt. Das ist vielleicht auch ganz in Ordnung, weil es extrem innovativ ist. Dies ist das erste Aktivhaus der Welt. Das ist ein Haus, das kontinuierlich mit Hilfe eines kleinen Mikroprozessors mit dem Deutschen Wetterdienst in Verbindung steht, das heute weiß, wie das Wetter morgen, übermorgen, überübermorgen wird und das daraus errechnet, welche Energie es gewinnen wird. Gleichzeitig hat dieses Haus einen Eisspeicher, einen Warmwasserspeicher, eine Lithium-Ionen-Batterie, zwei Elektroautos, die es zu befüttern hat, zwei Fahrräder mit Batterien, die es zu befüttern hat und es steht theoretisch mit mehreren tausend, faktisch und heute, mit einem anderen Haus in Verbindung, nämlich mit dem von Le Corbusier 1927 hier gebauten heutigen Weißenhofmuseum. Und energetische Überschüsse, die dieses Haus hat, gibt es entweder in seine eigenen Speicher, in seine eigenen Fahrzeuge oder in das Weißenhofmuseum. Und das ist zum ersten Mal auf der Welt so. Ich benenne das von der dahinterliegenden Philosophie, das Prinzip der Schwesterlichkeit. Das starke neue Haus ist so stark, dass es das schwache, energetisch schwache alte Haus mitversorgt. Man könnte wissenschaftlich sagen, wir heben dadurch die Systemgrenze auf. Unsere Gesellschaft, unsere Fachwelt heute sagt, jedes Haus soll einen gewissen energetischen Sanierungsstandard haben. Ich bin der Meinung, das ist blanker Unfug, weil das ist nicht realisierbar und das wird alle unsere denkmalgeschützten Gebäude und das wird alle unsere Gebäude, die bauphysikalisch, denken Sie an den Feuchtedurchgang durch die Wände, kritisch zu sehen sind, nicht in die richtige Richtung befördern. Wichtig ist doch nur eins, dass die Entität einzelner Gruppen oder die Gesamtheit von ganzen Quartieren und Regionen eine von dieser Gesellschaft zu formulierende Umwelt-, Nachhaltigkeits-, energetische Eigenschaft erfüllt. Und ich sage, soll doch das arme Gebäude von Le Corbusier viel Energie verbrauchen? Gut, also wir füttern es hoch und zusammen sind wir auf dem richtigen Weg. Also wir haben jetzt praktisch das empathische Haus entwickelt, gefällt mir erst einmal, ja, ist sozusagen tatsächlich eine Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, die ja fast was Philosophisches hat. Ja. Worüber ich mich im Augenblick erschrocken habe, ist, müssen wir tatsächlich so ganz genau in der Excel-Tabelle hoch, weiß ich nicht, 4 oder 5, genau wissen, welche Verläufe klimatisch wir zu erwarten haben und dass wir alles total optimieren. Wird da nicht so ein gewisser Lebens,
Zweck und auch Spaß zurückgenommen, weil die Technik ja im Grunde genommen, die sagt sozusagen, überlass mir das mal, wie du wohnst und wie du lebst und mit welchem Tempo. Nein, das ist die falsche Aussage. Muss ich Sie gleich unterbrechen, Entschuldigung. Ja, das ist ja Sinn und Zweck. Ja, weil da gibt es ja dieses berühmte Bill Gates, hat sich ein Haus gebaut, voll elektronisch, und wenn er einen Erdbeerjoghurt aus dem Kühlschrank rausnimmt, bestellt er automatisch einen Erdbeerjoghurt nach. Das heißt, der arme Mann isst sein ganzes Leben lang Erdbeerjoghurt. Das ist ja genau nicht das, was wir wollen, sondern was wir wollen ist, dass der Benutzer eines Hauses, der Bewohner, der Inhabitant, in einem hohen wohnphysiologischen, aber auch wohnpsychologischen Komfort tun und lassen kann, was er will. Und er muss sich nicht um so lästige Probleme kümmern, wie ist mein Eisspeicher jetzt schon voll oder muss ich da unter Umständen noch einen Hebel umlegen und ihn voll machen. Ich meine, das interessiert doch die Menschen nicht. Sie wären doch auch froh, wenn Sie sich nie darum kümmern müssten, ob Ihr Auto jetzt gerade zur Tankstelle muss oder nicht, sondern wenn das immer automatisch voll wäre. Und diesen komfortsteigernden Aspekt, der gleichzeitig eine gewisse Optimalität hat, den stellen wir in Form von so ein paar Mikrochips und Sensoren bereit. In Deutschland hat man da immer Angst, dass man fremdregiert wird. Okay, ich wollte mich danach jetzt fragen, weil wir ja gerade Sie auch, ich weiß nicht, in fast allen Erdteilen arbeiten mit 200 Menschen und einen, sagen wir mal, globalen Zugriff. Wir machen in der Tat immer den Fehler, wir Mitteleuropäer, sage ich mal, dass wir immer denken, diese Häuser sind immer nur für uns und unsere Märkte und für unser Wehleiden oder Wohlfühlen gemacht. Für wen bauen Sie, entwickeln Sie? Das ist ja eine Entwicklung, die über Jahre gehen wird, bis man wirklich Rückschlüsse für einen, sagen wir mal, für eine Transformation in den mehrgeschossigen Wohnungsbau dann machen kann. Für wen bauen Sie oder wo sehen Sie die Märkte? Machen wir das mal erstmal über Märkte und dann über die Nachfrage. Ja, wobei ich den Begriff Markt schon schwierig finde. Ich baue für die Menschen, und zwar versuche ich mit all meiner Kraft und mit der Intelligenz und der Kraft meines Teams Lösungsvorschläge zu machen für verschiedene Bereiche dieser Welt, zu denen wir eine innere Affinität haben, weil wir dort Bauherren haben, mit denen wir typischerweise über den Lauf der Jahre Freundschaften eingegangen sind und in deren kulturelles Milieu wir dort auch tief eintauchen, weil andererseits oder anderweitig kann man für diese Menschen auch nicht so bauen, wie sie es erwarten dürfen. Das heißt, die Lösungen, an denen wir arbeiten, sind weltweit einsetzbar. Das heißt aber nicht, dass wir irgendeine Architektur Stuttgarts jetzt auf einmal in Bach rein und dann morgen in Sibirien einsetzen, sondern es geht um das dahinterliegende Szenario oder die Denkstruktur, wie man wesentliche Dinge der Probleme des Bauens von heute und morgen lösen kann, und zwar mit einer allgemeinen Gültigkeit. Und diese allgemeine Gültigkeit, wir werden nachher vielleicht noch angesichts der auf uns zukommenden Dimensionen des Bauens von morgens zurückkommen, heißt für mich ein Bauen, das ressourcenminimal ist, ein Bauen, das vollkommen recycelbar ist, ein Bauen, das sich energetisch, wann immer irgendwie möglich, selbst versorgt, entweder als Haus als solches oder in einem Aktivhausverband. Das sind die technischen Randbedingungen. Die technischen Randbedingungen ist für mich wie der Apparat unter einer Klaviatur. Die brauche ich, um eine Melodie zu spielen. Die Melodie hat etwas mit den Menschen zu tun, für die ich plane. Das sind Farbspektren, das sind Materialien, die wir einsetzen, das sind taktile Qualitäten etc. Wir haben hier in der Weißenhof-Siedlung auch zugegebenermaßen, weil ich das sehr bevorzuge, ein gewisses Farbspektrum eingesetzt, so wie Sie es hier sehen. Systemisch gesehen können Sie aber mit ein und derselben Intelligenzeinheit oder Mikrochip-Einheit darum auch ein Lehmhaus bauen oder ein Steinhaus. Sie können das 10-geschossig machen oder 50-geschossig. Das kann orthogonalistisch sein oder biomorph. Das ist vollkommen egal. Es geht um das dahinterliegende technologische Prinzip. Das haben wir entwickelt. Ich glaube, jetzt kommen wir schon sehr stark zu dem Kern. Das heißt also, was liegt eigentlich dann dahinter, wenn man diese Dinge geregelt hat? Also meine These ist ja die, werden Sie vielleicht nachvollziehen, wir sind ja in einem ganz hochinteressanten Schnittpunkt der Geschichte, in der Umstiegphase von Analogie zur Digitalität, die scheinbar erledigt zu sein scheint. Wir haben es aber mit Menschen zu tun, die Planer, die Ingenieure, die Denker, die Journalisten, die zwei oder anderthalb Beine immer noch in der alten Welt haben und so ein bisschen humpeln mit der neuen Welt, dann gibt es aber eine Generation, die macht das schon ganz anders. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch in der Planung von Häusern richtig, jetzt mal die Digitalität anzuwenden, ohne die Lufthoheit
das würde ich jetzt von Ihnen erwarten, abzugeben. Ja. Das heißt, die klären technische, digitale Zusammenhänge auf höchstem Niveau. Ich glaube, das teuerste in diesem Haus ist ja wahrscheinlich die Software. Ja, genau. Die Software. Um daraus dann ihre Schlüsse zu ziehen für die Menschheit demnächst. Oder? Als Enabler, als etwas, eine Software, die eine gewisse Funktionalität eines Hauses, die man überall braucht, auf einem preiswerten, selbstverständlich funktionierenden, sehr robusten Niveau zur Verfügung zu stellen. Früher war das der Gasherd, dann kam zu dem Gasherd vielleicht noch ein Kühlschrank. Heute ist es die Vereinigung von allem in Form unserer zentralen Energieeinheit. Die können Sie auch überall hin exportieren. Das ist aber nur der Enabler. Wir sollten über einen anderen Gesprächsstrang sprechen, der mich sehr beschäftigt. Wenn ich die Frage stelle, wie viele Menschen sind heute auf dieser Welt jünger als 16, dann kann das typischerweise niemand beantworten. Das sind ungefähr 2,2, 2,3 Milliarden Menschen, die innerhalb der nächsten 16 Jahre von zu Hause ausziehen. Wenn Sie die Summe derjenigen nehmen, die in der Zwischenzeit sterben werden, ist ein bisschen schwierig vorherzusagen, weil die Lebenserwartung in China und Indien sich permanent nach oben verlängert. Ziehen das ab, dann bleibt netto eine Summe von Menschen, wenn man das überhaupt so sagen darf, in der Größenordnung von 1,8 Milliarden, 2 Milliarden, die von zu Hause ausziehen innerhalb der nächsten 16 Jahre und die den moralisch wohlbegründeten Anspruch haben, auch selbst ein Habitat zu haben, einen Arbeitsplatz, eine Infrastruktur. Das kommt zusätzlich zu dem, was es heute gibt. So, jetzt sage ich, wann war die Welt das letzte Mal 2 Milliarden Menschen groß? Was ist das für eine Dimension, die wir in den nächsten 16 Jahren bauen werden? Wir gehen in der Zeitachse zurück und stellen fest 1930. Das bedeutet, wir bauen Rom, Athen, Kairo, New York, London in den nächsten 16 Jahren nochmal mit allen Autobahnen, mit allen Eisenbahnbrücken, mit allen Zugverbindungen, mit allen Tunnels, mit allen Häfen. Würden wir es zum Stand von 1930 bauen? Da hat der Deutsche 10 Quadratmeter Wohnraum gehabt, heute hat er 42. Würden wir es also zu heutigem Stand bauen und wer würde diesen Kindern verwehren wollen, dann würden wir die Welt anderthalbmal, zweimal noch bauen müssen. Und jetzt stelle ich die Frage nach den damit verbundenen Massenströmen, nach der Existenz der erforderlichen Ressourcen und nach deren Verfügbarkeit. Wir wissen, es gibt viel Eisen, aber mit Eisen können Sie nicht bauen. Sie bauen mit Stahl. Also wo kommen die Legierungselemente her? Molybdän, Chrom etc. Sind die überhaupt noch von der Menge verfügbar? Sind sie von der politischen Konfiguration noch verfügbar? Bekommen wir die überhaupt noch? Oder werden die alle in Kasachstan und in China verbraucht werden und in Indien? Was ist die Marktverfügbarkeit? Eine Frage, die sich heute jedes Industrieunternehmen dieser Welt stellt, bevor es ein neues Fahrzeug beispielsweise entwickelt. Das Bauwesen hat sich diese Frage nie gestellt. Der größte Ressourcenverbraucher der Welt hat keine einzige Institution geschaffen, die Frage geklärt hat, wie groß werden die Massenströme sein und existieren die notwendigen Materialien überhaupt. Und daraus leite ich jetzt zwei Dinge ab. Das eine ist die Notwendigkeit, es zu untersuchen. Das ist Aufgabe der Forschung, das stoße ich an. Und das zweite ist, für die Planenden ein Bewusstsein zu erzwingen oder zu fordern, dass sie sich doch endlich einmal dieser Fragestellung widmen und vielleicht auch offen bekennen, dass sie sich die letzten 60 Jahre frevelhafterweise seit dem ersten Bericht des Club of Rome 1974 dieser Sache nicht gewidmet haben. Aber kann ich daraus auch hören, dass Sie sich durchaus auch Gedanken machen, Sie jetzt als Werner Sobeck, dass es nicht sicher ist, dass es auch sein könnte, dass wir in 20, 30 Jahren wieder auf eine Quadratmeter durchschnittliche Fläche, Wohnfläche von 10 Quadratmeter kommen, dass wir ganz andere Warenströme, ganz Sehr andere wohl. Logistik haben, was dann ja, wenn wir so weitermachen, werden wir dazu gezwungen. Weil Sie haben gerade gesagt, wir können diese Welt nicht mehr so mit Stahl versorgen oder Edelmetallen. Wir können sie nicht so expandieren wie bisher. Das heißt, wir müssen andere Szenarien durchdenken. Richtig. Und in diesem Szenarienprozess ist so, dass das sich nicht nur selbst versorgende Haus, sondern was auch noch die Schwestern und Brüder nebenan, die dadurch den Vorteil hätten, nicht umgebaut zu werden, nicht ertüchtigt werden müssen mit einem Wärmedämmsystem, von dem wir nicht genau wissen, was wir damit anrichten können oder werden. Ja, und was wir auch nicht finanzieren können.
Schauen Sie, das ist jetzt hochinteressant, weil man kommt um die Zahlen ja nicht drum rum. Ich habe mich ein bisschen geärgert, wenn Politiker immer reden über Nachhaltigkeit bzw. alternative Energien, dann kommen dann immer so Forderungen. Nicht? Das hat er ja auch gesagt. Wir wollen in 20 Jahren so und so viel Prozent und nicht mehr und das. Und ich glaube, so sollten wir als Planer gar nicht denken. Nicht? Dass wir immer gleich mit der Zahl, wir müssen ja erst über die Qualität kommen, oder? Über das Systemische vielleicht kommen. Über das Systemische. Sag mal, die eine Hälfte des Werner Sobeck ist der Wissenschaftler, die andere Hälfte ist der schöpferisch Gestaltende. Wenn ich jetzt meine Wissenschaftler-Jackett ansehe, ne, dann ist es sehr gut, wenn man sagt, ich komme jetzt gerade vom Mond und ich schaue mir diesen Planeten Erde mal an und ich gucke mal so die Entität an dessen, was hier passiert. Welchen Blick haben Sie dann? Oder welche Ergebnisse gibt es jemand, haben Sie dann? Der deklariert im Deutschen Bundestag, wir machen die Energiewende und wir sanieren pro Jahr 2% des Wohnungsbestandes und in 50 Jahren sind wir durch. 2050. Die Namen dann sind sage bekannt, ich, ja. Dann sage ich, okay, das heißt, wir machen im Jahr 2049 eine Außenwanddämmung von irgendeinem denkmalgeschützten Gebäude, basierend auf erdölbasierten Mineralien, oder Rohstoffen, wohl wissend, dass es bis dahin gar kein Erdöl mehr gibt. Beziehungsweise Erdöl so teuer ist, dass sie mit Sicherheit etwas anderes dran machen als Wärmedämmsysteme, die sie außen vor ihr Haus kleben, um letztlich nichts anderes zu kreieren als Sondermüll. Die nächste Frage ist, warum machen denn die Menschen das nicht? Warum kriegen wir die 2%ige energetische Sanierungsrate nicht hin? Warum krebsen wir bei 0,7 herum, reden es ein bisschen schön auf 1,0 und sagen, wir müssen 2 erreichen? Dann fragt sich dieser Mann vom Mond in seinem Raumschiff, indem er da runterguckt auf Deutschland, what is the deal? 40,4 Millionen Habitate, statistisch abgesichert, tolle Leistung der statistischen Bundesämter und Landesämter. Davon 34 Millionen energetisch sanierungsbedürftig. Das durchschnittliche Habitat in Deutschland hat 82 Quadratmeter. Die Kosten für eine energetische Sanierung, das ist jetzt eine politische Zahl. Fragen Sie die Politik und Ihre Berater, die ganzen großen Beratungsgesellschaften, dann taucht eine Zahl auf zwischen 300, 500, 700. Fragen Sie die Leute in meinem Planungsbüro, dann sagen die 1600. Fragen Sie einen Handwerker, dann sagt er, unter 1000 fängt er gar nicht an. Jetzt sagen wir mal 1000, da können wir leichter rechnen. Dann haben wir 34 Millionen Habitate mal 82 Quadratmeter mal 1000 Euro. Die Multiplikation machen wir ohne Bierdeckel im Kopf und finden heraus, die energetische Sanierung der Republik kostet 2840 Milliarden Euro. Haben das ist der zehnfache Bundeshaushalt. Das heißt, wir würden jetzt, wenn wir das aus Bundesmitteln finanzieren müssten, den kompletten Sozialhaushalt, den kompletten Wehretat für 30 Jahre auf Null schrauben, um diese Last zu stemmen. Und dann wird doch jedem klar, das geht doch gar nicht. Und dabei sind wir das reiche Deutschland. Und jetzt schauen wir mal über die Grenzen nach Rumänien, nach Bulgarien, nach Tschetschenien, nach Sibirien, in die Mongolei und wir stellen fest, da leben ja noch viel mehr Menschen mit wesentlich weniger Geld und teilweise in wesentlich harscherem Klima mit einem noch schlechteren Baubestand. Wo wollen denn die diese 2800 Milliarden herstemmen? Und dann muss man doch sagen, okay, aber die wollen ja auch alle heizen. Also jeder wird sich irgendwas abzweigen wollen. Ich weiß und jetzt ja nicht, brauchen wir doch Lösungen für das Problem. Ob man einen Werner Sobeck durchschauen kann, ich glaube nicht so schnell. Aber so ein bisschen durchschaue ich sie gerade, weil sie haben die Dinge erkannt, sie können sie sogar berechnen. Und jetzt kommt es eigentlich darum an, wie setze ich das um? Ja. Ich als Wissenschaftler, ja. Ich als Architekt, ich richtig. Als jemand, der auch gerne lebt. Und das ist jetzt ein Weg dazu. Ne? Einfach ein zu Vorschlag. Illustrieren, wie ein man ein paar... sagen wir mal, ein paar Parameter vielleicht anders interpretiert. Genau. Und ich würde mich freuen, wenn es wesentlich mehr solche Vorschläge geben würde. Woran scheitert es, dass es noch nicht so viele gibt? Ich meine, man darf nie die Menschheit unterschätzen. Es gibt genug Menschen auf der ganzen Welt, die ähnlich klug sind wie Sie. Das ist nicht das Problem. Nein, wesentlich klüger sind als ich. Es geht um eine Initiative, eine wohldurchdachte, und es geht um das Durchhalten über einen langen, harten Weg. Das fängt schon an bei der Baugenehmigung. Ja, wenn Sie irgendwelche Dinge neu machen, dann verstoßen die typischerweise gegen die Regeln der Baukunst. Ja, ist ja klar, weil die Regeln der Baukunst, das heißt die Regeln, die Sie einzuhalten, verpflichtet sind, juristisch, sonst können Sie ja haftbar gemacht werden,
die sind ja das, was man erfahren hat. Das ist ja das nach hinten, dieses Summe allen bisher aufgesammelten Wissens. Wenn Sie aber in die Terra Incognita schreiten, in das Neuland, zumindest mal mit einem Bein, dann verlassen Sie die Regeln der Baukunst. Und wenn Sie dann auf die Idee kommen, eine Fassade aus Stoff zu machen oder eine Fassade, die sich hydraulisch hochklappt oder mit dem Auto ins Haus hineinzufahren, dann haben Sie einfach einen Weg, der ziemlich steinig ist und den müssen Sie durchhalten. Da müssen Sie viel argumentieren, da müssen Sie auch ziemlich harten Kopf haben, um das überhaupt zu überleben. Und da geben eben manche vorher auf. Apropos steinig, also kommen wir aus der Stadt des Backsteins, entsprechend großartige Denkmäler haben wir dort. Und da ist ja auch das Problem, die im Denkmalschutz, denkmalschutzwürdig oder wie auch immer zu ertüchtigen. Ja. Da sind wir lange eigentlich an dem Punkt angekommen, wir können sie nicht ändern, wenn wir sie im Charakter halten wollen. Aber das wäre ja beispielsweise, jetzt kriegt jeder von diesen wunderbaren Backsteinhäusern, ich rede jetzt gar nicht vom Schielehaus, sondern von diesen schuhmacherschen Reihenhäusern, kriegt sozusagen irgendwo im Hof, da ist ja immer noch ein bisschen Platz zur Nachverdichtung, so ein kleines Brüderchen. Oder irgendwo in der Region. Oder es reicht ja auch... Es muss ja nicht direkt daneben stehen, es reicht ja nur, wenn wir ein Ensemble haben. Es könnte ja auch in den Dachgeschosszonen stehen. Beispielsweise. Also dieses kann ich mir wunderbar vorstellen als Penthouse-Modell. Können Sie sogar noch gut vermarkten. Ja, und wir können uns auch gut vorstellen, dass eine Gruppe von Besitzern oder Bewohnern sagt, dort ist Dach des Supermarkts, da finanzieren wir gemeinschaftlich eine Photovoltaikanlage, wassergekühlt. Dann erzeugen wir Strom und warmes Wasser und die gehört zu unserem Aktivhausverband dazu. Also es ist schon ein Modell des Wirs, ne? Nicht des Ichs. Ne? Nein, es ist ein Modell des Wirs, weil wenn wir das nicht mit dem Wir machen, dann werden wir scheitern. Und ich sage auch ganz klar eines, die Gesellschaft muss sich drastisch umorientieren, weil wenn sie diesen Spruch, es rechnet sich nicht oder es rechnet sich, zur obersten Maxime ihrer Entscheidungen machen, dann werden wir auch scheitern. In Griechenland sagt man, einen Olivenbaum pflanzt man für die Enkel. Man hat über hunderte von Generationen die Generosität gehabt, einen Baum für die Enkel zu pflanzen. Die Leute haben sich nie gefragt, ob sich das rechnet. Es hätte sich nie gerechnet. Und wir sind, und das sind wir die Generation der Schuldigen, in diese Sackgasse hineingerannt, wo wir sagen, time is money, es muss sich rechnen, sonst machen wir es nicht. Die energetische Sanierung ist nicht etwas, was sich rechnet. Das ist eine moralische Verpflichtung für die Enkel. Im Prinzip schon fast so eine Art Schluss. Das ist eigentlich das Schlusswort. Ich habe hier eben nochmal die Frage, die auch nochmal verführt, dazu das zusammenzufassen, nicht nochmal neu anzufangen. Ob eben solche Begriffe wie Nachhaltigkeit noch richtig interpretiert worden sind. Aber viele Journalisten haben den ja schon zum Begriff non grata gemacht, weil der hat sich eigentlich erstmal, der muss man ein bisschen Pause machen. Aber das, was Sie uns jetzt geschildert haben in der letzten halben Stunde, ist eigentlich so ein Weg dazu, wie man die Welt der Nachhaltigkeit, das ist ja viel mehr als ein Begriff. Richtig. Vor allen Dingen sollte es wieder eine Philosophie, eine Lebensphilosophie werden. Das ist eine moralische Haltung, ja. Eine Philosophie, das ist eine moralische Haltung, die Sie einnehmen müssen. Die hat sehr viel zu tun mit Bescheidenheit, aber nicht mit Entsagung. Wir können den Menschen keine Entsagungsarchitektur vorschlagen. Wer sind wir denn? Das, was wir bauen, muss atemberaubend schön sein, muss spannend sein, muss Spaß machen, aber es muss die gesamtgesellschaftlich zu formulierende und zu verabschiedende Bedingung einer Ressourcenminimalität, einer Recycelbarkeit, einer gewissen Energieminimalität einhalten. Sonst stemmen wir weder das Umweltproblem noch das Problem mit der Bevölkerungsexplosion. Und da müssen wir uns hinbewegen. Ja, vielen Dank, Rainer Sobeck. Wir wissen jetzt, warum dieses Haus hier hingehört. Und vielleicht ein Wort noch. Es ist ein temporärer Bau, der ja nur die nächsten 2-3 Jahre angedacht ist, mit wechselnden Nutzern, aber mit ganz vielen Programmen, die alles aufschreiben, alles sehr genau verwerten. Und danach geht es eigentlich erst los. Ne? Dann werden wahrscheinlich sozusagen in einer 2.0-Phase wird man genau sagen können, wohin dieses Modell geht. Dass es weitergeht, davon sind wir beide, glaube ich, überzeugt. Definitiv.